in der Vorbereitung die Kondition richtig trainieren. Wir sind 360 Football, willkommen zu einem neuen Video. Und heute sprechen wir über die Vorbereitungen, wie du wirklich fit wirst. Natürlich, bei vielen hat jetzt auch schon das Mannschaftstraining begonnen. Nichtsdestotrotz möchten wir dich auf ein paar Fehler hinweisen und dir zeigen, worauf es wirklich ankommt. Durch unsere Personal Trainings konnten wir natürlich viel Erfahrung sammeln, schon in anderen Vorbereitungen. Aber in dieser Wintervorbereitung ist es uns noch mal mehr aufgefallen, dass viele Spieler haben das Gefühl, dass sie etwas am Machen sind, gerade in der Trainingspause, und dann regelmäßig joggen gehen mit gleichmäßigem Tempo. Aber dann kommen sie zu uns ins Training oder haben dann später das erste Testspiel oder Mannschaftstraining und sie merken, es ist einfach nicht dasselbe. Ja? Gerade wenn man dann ein paar Sprints machen muss und ja, mal hohe Belastung hat, mal tiefere, merken sie, sie sind direkt aus der Puste und das Joggen hat fast gar nichts geholfen, beziehungsweise sie fühlen sich so, als hätten sie gar nicht trainiert. Und andere Spieler wiederum, die mit Sprints arbeiten, mit hoher Belastung, Pause, hoher Belastung, was viel eher auch im Fußballspiel der Fall ist. Natürlich gibt es einen Mix und so weiter, ist nicht immer genau gleich, aber die Belastung ist sehr verschieden in einem Fußballspiel. Die machen sich viel besser bei uns im Training und dann nachher auch im Spiel. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auf diese Dinge achtet. Und wenn du es in dieser Vorbereitung nicht richtig gemacht hast, spätestens in der nächsten Vorbereitung richtig machst und somit konditionell dann wirklich aufs nächste Level kommt. Also der Unterschied ist ganz krass, haben wir jetzt wieder in dieser Wintervorbereitung bei uns ganz klar gesehen. Deswegen haben wir euch jetzt eine Übung vorbereitet für die Kondition. Also hier unten habt ihr Hütchen, ein Slalom, ein etwas größeres Slalom. Da wirklich mit vollem Tempo durch. Auch wenn ihr einen Fehler macht, egal, macht weiter. Dann wirklich durchgehen. Slalom, größer, schnell. Und dann ein 100%iger Sprint bis nach oben. Dann wieder ein Slalom, genau wie unten. Dann circa 10 bis 20 Sekunden Pause. Und dann fängt das Gleiche wieder an. Und das wiederholt ihr circa 4 bis 6 Mal, je nachdem wie konditionell stark ihr schon seid. Nick zeigt es euch kurz vor. So, jetzt muss ich liefern, ne? Jetzt muss er liefern, ja. Also wirklich 100%, Bruder. Okay, vamos, jetzt voll. Ja, genau, da wirklich Tempo machen, Leute. Und jetzt Ball liegen lassen und Sprint. 100%, komm, komm, komm. Sehr gut. Und jetzt genau wieder das Gleiche, Slalom nach unten. Jawohl, jetzt 10 Sekunden Pause, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt genau wieder das Gleiche, wieder Vollgas, da Tempo, Tempo, sehr gut, Ball wieder liegen lassen und ziehen, jawohl, super und jetzt wieder das Gleiche mit dem Slalom. Und das wäre jetzt schon zweimal und das macht ihr, wie gesagt, 4 bis 6 Mal, je nachdem, wie konditionell stark ihr seid. Ihr könnt das auch 8 Mal wiederholen. Dann eine Pause nach den, ich sage jetzt 4 bis 6 Mal. Eine Minute. Eine Minute Pause, dann wiederholt ihr das Ganze sicher 4 Mal. Ja. Ja, der Junge. Rennt schon rein, ohne Aufwärmen, immer gut. Wärmt euch gut auf. He? Zusammenfassend zum Ablauf, du machst 4 bis 6 Längen und dann, wenn du unten angekommen bist, 10 bis 20 Sekunden Pause. Am Anfang eher 20 Sekunden, dann, wenn du fitter wirst, 10 Sekunden. Und dann immer nach diesen 4 bis 6 Längen machst du eine Minute bis vielleicht am Anfang 1,5 Minuten Pause und das Ganze wiederholst du 4 Mal. Das heißt, wenn du es intensiver haben möchtest, kürzere Pause, mehr Intensität oder mehr Längen machen, da kannst du immer selber etwas dran schrauben. Zusatztipp, neben dem Ausdauertraining lohnt es sich auch, spezifisches Schnelligkeitstraining zu machen für die Maximalgeschwindigkeit. Denn wenn du im Sprint effizienter bist,
dann kannst du in einem Laufduell zum Beispiel Energie sparen und bist dadurch eigentlich indirekt oder hast du indirekt eine bessere Kondition. Und darum empfehlen wir dir auch, an der Schnelligkeit zu arbeiten, beispielsweise an einem anderen Tag. Und im Gegensatz zur vorherigen Übung gilt es da natürlich viel Pause dazwischen zu machen, dass wir spezifisch für die Schnelligkeit trainieren und nicht für die Ausdauer. Als Alternative zur ersten Ausdauerübung kann man auch ganz simpel Sprints machen, über 50 Meter und dann die 10 bis 20 Sekunden machen. Jetzt muss Can dran glauben, auch schön eingewärmt natürlich für das Video. Ja, zeig mal, was du drauf hast, ob du mit der Kondition hier ob du brillieren kannst, komm. Ja, komm, 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 Tempo, komm, mehr, 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 komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ja, da lacht er noch, 2, 1 und los, komm. Gas geben, Gas geben, ja, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja, wir ziehen jetzt durch bis zum Schluss. 1 und los, komm! Tempo, 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 komm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los, komm! Aber komm, 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 zieh an, komm! Und Pause. Und auch hier machen wir 4 bis 6 Sprints und dann eine Minute bis 1,5 Minuten Pause. Yes, eine gute Alternative, aber eine der beiden Übungen reicht. Entweder Übung 1 oder 2, was ihr lieber habt. Ja, zusammenfassend wisst ihr jetzt, wie man trainieren sollte in der Vorbereitung. Und nichtsdestotrotz, Joggen ist natürlich nicht schlecht und es kann gerade am Anfang Sinn machen, wenn die Ausdauer noch gar nicht so gut ist, die Grundlagen ein bisschen zu pushen. Das haben wir in unserem Video in 4 Wochen eine krasse Ausdauer aufbauen auch so gemacht in den ersten 2 Wochen. Jedoch ist es dann spätestens nach ein paar Wochen wichtig, in diesem Bereich zu trainieren und diese Dinge zu beachten, die wir heute angesprochen haben. Ja, noch ein kleiner Gratis-Tipp von mir. Wärmt euch gut auf, vor allem wenn ihr diese Sprints mit 100% Tempo macht, kann es immer gut sein, dass ihr da was zerrt. Darum wichtig, gut aufwärmen. Ich habe selber gemerkt, ich bin jetzt unaufgewärmt in die Übung. Meine Beine. Das darf ich nicht sagen. Meine Beine sind jetzt schon am ja, Anschlag. Und, schön gesagt, ja. Nein? Hast du noch mehr zu sagen? Nee, gerade ist die bis vorbei. Passt. Ja, Gas geben und in der nächsten Vorbereitung ready sein. Ja, die Fehler nicht machen, ja? Genau. Ganz, ganz wichtig. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.